Ja, hallo, ich bin's, Musikproduzent Sören Schnabel, ihr kennt mich alle. Und so kennt ihr auch diesen Jan Like, diesen Serienstar da. Ein Star ist es ja nicht, ne? Wer Frauen wirkt, der hat schon verloren. Finde ich, habe mir das Video angeguckt von Berlin Tag und Nacht, ist er da später mit, der Darsteller. Und er soll auch in echt so ein Aggressivling sein. Ich weiß, ich kenne ihn nicht persönlich, aber das, was ich auf dem Video gesehen habe, ist ein bisschen erschreckend, dass er die Frau gleich würgen muss, damit der da am Tisch sitzt. Auch wenn sie eine andere Meinung hat. Er kann ja meinetwegen auf den Tisch schauen oder er kann so sagen, so jetzt verpiss dich. Das kann er schon bringen. Wenn er mit nicht oder er kann den Raum verlassen und sagen, sie soll erstmal drüber nachdenken, gibt er ihr eine Generalpause. So, aber das Ding ist einfach, ich glaube einfach, dass er da gewirkt hat. Das ist einfach kein guter Stil so. Gerade für so einen, hat er doch überhaupt nicht nötig, ne? Und wenn die sich dann nun gestritten haben, dann war es bestimmt auch nichts Wichtiges und er war ja auch schon bestimmt leicht angetrunken. Dann soll er lieber so wie ich 10 Kilometer joggen und einfach mal seine Schnauze halten gepflegt und nicht gleich würgen. Ich finde, er soll sich darauf besinnen, was er hat. Er hat Berlin Tag und Nacht, er hat einen Job, er verdient damit Geld und er muss ja nicht noch in seiner Freizeit irgendwie ja, Frauen würgen. Weiß nicht, mit Frauen kann man doch was anderes Schönes machen. Und wenn Frauen mögen das ja, wenn man sie beim Liebesspiel oder allgemein, die mögen ja diese Halspartie und Frauen mögen das gar nicht, gewürgt zu werden. Also wenn, dann sind das schon Hardcore-Bräute, aber Frauen mögen das ja, wenn man so sanft den Hals streichelt. Das kann er ja machen. Ne? Er kann sie ja streicheln und trotzdem ein Arschloch zu ihr sein, aber er kann nicht gleich würgen. Das ist ganz doof. Also ich finde es nicht gut. Soll er sich vielleicht nochmal überlegen. Er ist jetzt nicht absolut unten durch bei mir, weil jeder Mensch hat auch die Chance, sich zu verbessern. Und ich denke auch die Kollegin da von ihm oder wer auch immer, was das war das jetzt ein Schauspieler oder so, da wollte ich nochmal kurz ansprechen. Vielleicht war es auch ein PR-Gag. Aber ich denke, wenn es keiner war, sollte er sich einfach nochmal vielleicht nächstes Mal überlegen, was er macht. Überall hängt irgendwo eine Kamera und nimmt das auf. Und er ist ja nun ständig im Fernsehen. Ne? Er hat ja auch noch sein eigenes echtes Leben. Und wenn, dann soll er das im Fernsehen machen. Und wir können das ja als Idee auffassen. Vielleicht kommt das da gut, aber im echten Leben weiß ich nicht. Würde ich nicht machen. Ich hätte mich vielleicht auch mit ihr gestritten, aber ich hätte sie nicht gewürgt. Weil ich bin viel zu gemütlich, dass ich da überhaupt aufstehe. Dann trinke ich erstmal da mein Malzbier zu Ende und dann verlasse ich den Laden.